Hallo und herzlich willkommen bei Kasia trifft. Ich bin Kasia Mohl-Wolf, Founder und Editorial Director bei Emotion. Hier im Podcast treffe ich jede Woche spannende Personen, deren Lebenswege und Ideen uns inspirieren. Schon über 100 Frauen und auch Männer haben mir ihre Geschichte erzählt. Denn mit Emotion möchten wir euch alle auf euren Wegen der persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung begleiten und inspirieren, damit ihr ein noch glücklicheres Leben führt und vor allem eins, das zu euch passt. Und damit ihr auch nichts mehr vom Emotion-Kosmos verpasst, folgt uns auf Instagram unter Emotion Magazin oder mir unter Kasia_inspired. Und jetzt geht's schon los mit meinem heutigen Gast. Model, Influencerin, Autorin und Kolumnistin, Parteimitglied und eine Frau, die sich gegen die Missstände unserer Zeit ausspricht und dies ganz aktiv. Marie von den Bänken kombiniert die Themen unserer Zeit ziemlich lässig. Sie schreibt, spricht und twittert zu den wichtigen Dingen, die uns beschäftigen und zeigt, wie wichtig es ist, dass wir uns politisch engagieren. Herzlich willkommen, liebe Marie, bei mir im Podcast Kasia trifft. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Jetzt auch mal das erste Mal alleine tatsächlich. Stimmt. Das letzte Mal für alle Zuhörerinnen und Zuhörer haben wir gemeinsam gesprochen mit Mia Florentine Weiß. Da wollten wir alle dazu aufrufen, nochmal unbedingt zur Wahl zu gehen. Genau. Da hatten wir so ein Dreier-Podcast und jetzt wir beide allein. Ich freue mich sehr. Wo erwische ich dich denn gerade? Ich sitze hier tatsächlich zur Abwechslung mal in meiner schönen Altbauwohnung in Hamburg. Ja. Das ist selten eigentlich, dass ich noch hier bin, weil ich ständig auch unterwegs bin, natürlich in der Welt, aber vor allem auch in Berlin. Deswegen auch einer der Gründe, weshalb ich bald hoffentlich nach Berlin ziehen werde, wenn ich denn mal eine Wohnung finde. Also falls hier einer eine kennt, der eine Wohnung hat, gerne Bescheid sagen. Ich erinnere mich noch sehr, als wir uns kennengelernt haben, das war auf einem Ladies Lunch in der Bank. Das ist sicher schon, ich würde sagen, 4 Jahre her. Mhm. Was würdest du sagen, was waren so die wichtigsten Entwicklungen in den letzten 4 Jahren bei dir? Da haben wir uns ja so kennengelernt, du warst ja als Influencerin und Fashion-Influencerin so eingeladen, ich als Medienpartner oder Medienvertreterin bei dem Ladies Lunch und das ist sicher 4 Jahre her, hatte ich nachgeguckt, was waren so die wichtigsten Entwicklungen bei dir seitdem? Also ich glaube, meine Entwicklung hätte schneller gehen können, aber ich bin auch immer sehr selbstkritisch und es kam natürlich auch Corona dazwischen, was uns alle, glaube ich, so ein bisschen den Drive rausgenommen hat und was jetzt auch nicht in allen Lebenslagen unbedingt schlecht war, würde ich sagen, dass man so ein bisschen auch zur Langsamkeit zurückgekehrt ist. Aber ich glaube, einer der wichtigsten Schritte war, dass ich mich entschieden habe, mich aktiv politisch zu engagieren. Also das heißt, dass ich tatsächlich nicht mehr nur über Politik und Politiker meckere auf meinen Social-Media-Kanälen, sondern auch in eine Partei eintrete und versuche, wirklich aktiv etwas zu bewirken. Und mein zweiter wichtigster Schritt hat erst in den letzten Monaten stattgefunden, als ich mich entschieden habe, tatsächlich nicht mehr, wenn man es mal so sagt, mich hinter meinem Schreibtisch oder hinter meinem geschriebenen Wort zu verstecken, also dort zu bleiben, wo ich mich sicher und wohl fühle, sondern eben auch mal rauszugehen und in unbekanntes Terrain und jetzt hier zu sitzen zum Beispiel. Oder auch, neulich war ich bei Stern TV in einer Live-Show oder an Panel Talks habe ich teilgenommen. Das sind alles so Sachen, da hätte ich vor Jahren noch gesagt, niemals mache ich das. Und mittlerweile habe ich mich aber dazu durchgerungen und mich entschlossen, dass ich auch diese Reichweite nutzen möchte. Wie ist es so, ins kalte Wasser zu springen? Ich glaube, da hören gleich alle, viele Zuhörerinnen und Zuhörer auf, so etwas sich zu wagen, bevor ich eigentlich also einfach Muffensausen habe, ja, so in eine Live-Show zu gehen. Wie war es da? Also wie kamst du zu der Entscheidung und wie bist du mit deiner Aufregung so umgegangen? Also wie hat sich danach angefühlt? Also ich glaube, mich hat dazu gebracht, diesen Schritt zu gehen, dass ich irgendwann gemerkt habe, die Botschaft ist sozusagen wichtiger als die Angst. Mhm. Das hat
Dosen Tekal auf einem Event vor einigen Monaten mal so sehr schön gesagt. Also, dass man eben manchmal doch über seinen Schatten springen muss, wenn man etwas Wichtiges zu sagen hat. Und vielleicht auch der Gedanke, dass man nicht in allem schon perfekt sein muss, wenn man etwas das erste Mal macht. Aber man, dass da aber trotzdem kein Grund ist, dass man es nicht macht. Also das war, glaube ich, auch so ein wichtiger Gedanke. Und letztlich hat mir geholfen, dass ich mich entschlossen habe, mich an Sachen zu wagen, wo ich Angst vor habe, aber dass ich diese Angst auch akzeptiere und dass ich aber sie nicht mich hindern lasse, das zu tun letztlich. Aber auch, dass ich das nach meinem eigenen Tempo mache. Also es ist durchaus auch so, dass ich zum Beispiel auch schon zu Keynotes etc. eingeladen wurde. Und das war jetzt etwas, wo ich gesagt habe, okay, dafür fühle ich mich jetzt im Moment noch nicht bereit. Und ich habe mir letztlich eine Liste gemacht mit Sachen, die Herausforderungen für mich darstellen. Und angefangen bei, okay, das ist eine kleine Herausforderung, bis zu, oh Gott, das wäre richtig schlimm, das zu tun. Und habe mir dann halt gesagt, okay, ich fange halt so unten an und gehe immer so den nächsten Schritt und mal halt auch die nächsten drei Schritte. Und dann kann ich auch, das war zum Beispiel bei Stern-TV so, da dachte ich dann, okay, jetzt habe ich Stern-TV geschafft, jetzt wird so ein Panel-Talk auch nicht schlimm für mich sein. Da habe ich ja jetzt schon viel mehr geschafft. Also letztlich, dass man sich so ein bisschen rauswagt, aber sich auch von außen nicht diktieren lässt, wie viel man sich herauswagt, sondern da auch so ein bisschen auf sein eigenes Gefühl hört und nach seinem eigenen Tempo das macht. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also nach dem eigenen Tempo und wie du ganz schön, finde ich, gesagt hast, deswegen vielen Dank auch dafür, dieses ich muss nicht alles perfekt können, bevor ich mich traue, etwas zu tun, oder? Ich glaube, das ist ja etwas, was uns Frauen oft so von so vielen abhält, weil wir immer denken, wir müssen 150% was können, bevor wir dann in die Selbstständigkeit springen oder so. Und wir müssen alles können, ja, wo ich immer versuche auch so zu teilen. Als ich mich selbstständig gemacht habe, da wusste ich, wo ich hin will und was ich so kann, aber einige Dinge konnte ich überhaupt nicht. Aber da ist ja dann die Entscheidung, hole ich jemanden ins Team, der das dann sehr gut kann. Und ich muss ja nicht alles selber auch können. Aber dieser Perfektionismus hält uns Frauen, glaube ich, vor so vielen Sachen ab. Ja, das merke ich bei mir selber auch tatsächlich. Also im Schreiben habe ich jetzt tatsächlich auch ein Talent, wo ich mich sehr sicher fühle und wo es mir leicht fällt. Das ist jetzt halt mit öffentlichen Auftritten noch anders. Aber da habe ich auch jetzt einfach für mich entschlossen, okay, wenn man es nicht einfach mal auch versucht, dann merkt man auch nicht, ob es einem vielleicht doch auch liegt und ob es vielleicht doch auch sogar Spaß macht. Und genau, und letztlich war aber auch die Botschaft eben, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte mich für Tierschutz einsetzen. Da lasse ich doch diese Reichweite jetzt nicht verfliegen, nur weil ich halt ein bisschen Angst habe. Und ich glaube, letztlich hat jeder ja irgendwie so ein bisschen Lampenfieber vor Auftritten. Und es wäre dann auch sehr bequem, wenn man dann einfach sagt, nö, mache ich nicht. Nicht. Genau. Bist du dir deiner Vorbildfunktion für so eine junge Generation bewusst, wenn du so handelst? Also du vereinst ja ganz viele Jobs und Tätigkeiten sehr lässig so miteinander und bist das totale Role Model. Bist ja auch, seit wir uns kennengelernt haben, ja irre gewachsen, auch in der Reichweite, egal ob auf Twitter oder Instagram und deine Webseite. Wie gehst du damit um? Und bist du dir dessen immer bewusst, wenn du was schreibst? Ja, absolut. Also ich merke einfach so als Feedback von meiner Community, da sind sehr, sehr viele Menschen, die mir vertrauen und die sich dafür interessieren, was ich mache und denen ich eben auch Impulse geben kann. Und deshalb ist es mir eben total wichtig, dass ich diese Reichweite nicht nur nutze, um Produkte zu platzieren. Das mache ich natürlich auch, weil das ist halt auch mein Job. Also, du musst ja auch von was leben. Genau. Aber es sind dann schon auch immer Produkte, die hinter denen ich selber stehe und die auch mit meiner Philosophie übereinstimmen. Und gleichzeitig würde ich es fast verantwortungslos finden, wenn ich halt meine Reichweite nicht auch nutzen würde, um eben Themen zu platzieren, die meiner Ansicht nach wichtig sind. Kommt mit der Reichweite deiner Ansicht nach
sofort so eine Verantwortung, wirklich mich auch so zu gesellschaftspolitischen Themen zu äußern, oder wie stehst du dazu? Also, weil ich, mir geht's oft so, dass ich denke, okay, die hat jetzt ein paar hunderttausend Reichweite oder 1 Million und jetzt geht's wirklich um diese Themen, die für junge Mädchen jetzt, also um jetzt in meinem Bereich so zu bleiben, ja, so wichtig sind, und da müsste sie sich doch auch so äußern. Und dann denke ich, also bremse ich mich dann ein und denke, okay, irgendwo, das ist ja auch ihr Leben und ihre Einstellung etc. Trotzdem habe ich immer das Gefühl, man so ein bisschen Verantwortung hat, so eine riesige Reichweite schon, weil du bist ja dann auch ein Medium, was rausgeht, ja, und nimmst am Medienleben teil. Wie stehst du dazu? Einer der Werte, der mir am wichtigsten ist, ist Toleranz. Deswegen letztlich ist es jedem seine eigene Entscheidung, ob er sich zu gesellschaftspolitischen Themen äußert oder nicht. Ich persönlich habe mich eben dafür entschieden, das unbedingt zu tun. Und ich würde mir wünschen, dass das noch viel, viel mehr Menschen machen, die auch Reichweite haben. Also sei es Influencerinnen oder auch Prominente. Ich kann verstehen, dass man sich vielleicht zurückhält, weil man denkt, okay, von dem Thema habe ich jetzt nicht sonderlich Ahnung. Aber ich finde, da muss man auch unterscheiden zwischen Fakten. Also da ist es, da denke ich, sagt man lieber gar nichts, anstatt was Falsches, und Werten. Und jetzt seinen Followern vorzuleben, dass man zum Beispiel achtsam mit der Welt umgehen soll oder dass Nächstenliebe wichtig ist, dass man gegen Sexismus und Rassismus vorgehen soll und das nicht akzeptiert. Dafür muss man ja jetzt nicht ein gewaltiges politisches Wissen haben. Verstehe ich. Und manchmal geht es vielleicht auch mehr so, auch reicht es auch schon mal so ein Gefühl so zu transportieren, oder? Also ich... Und eine Haltung zu manchen Themen, ohne dass du gleich alles im Detail weißt, oder so? Genau. Also ich finde es auch wichtig, einfach diesen Gedanken, gerade bei Influencerinnen, es ist halt nicht wie jetzt bei einer Comedy-Sendung Fiktion. Also da schauen Menschen zu und denken, okay, die sehen das reale Leben von dieser Person. Und da finde ich das dann auch einfach wichtig, dass man einen Einblick ins reale Leben gibt, natürlich jedem selbst überlassen, wie privat das auch wird, aber dass man schon sagt, okay, ich reise jetzt nicht durch die Welt und konsumiere endlos, ohne mir über Nachhaltigkeit Gedanken zu machen, sondern dass man dann als Follower schon weiß, okay, das ist für mich auch ein Thema, und auch wenn ich beruflich viel reisen muss beispielsweise, achte ich darauf, das irgendwie auszugleichen oder auf andere Weise eben etwas für Nachhaltigkeit zu tun. Also ich finde es schon wichtig, dass man da den Followern klar macht, dass diese Dinge auch zum Leben, zu meinem eigenen Leben beispielsweise dazugehören. Denn sonst wird auch schnell suggeriert, dass das jetzt ein Thema ist, was total unwichtig ist. Und wie ist es so mit dem Vorurteil, wie das Model- und Influencer-Dasein mit politischem Engagement einhergeht? Also wie, das könnte ich mir vorstellen, dass man da schon auch auf das ein oder andere Vorurteil immer wieder stößt, oder? Oder wie ist, ja, wie ist total. Das? Also vor allem auch, du bist ja auch vor 2 Jahren bei der SPD auch als eingetreten und bist wirklich dann offen, also hast es ja auch öffentlich gemacht, dass du politisch aktiv bist und in einer Partei. Wie waren da die Reaktionen? Also ich arbeite als Model, seitdem ich 14 bin. Ich habe 2011 meinen Twitter-Account eröffnet und mich eigentlich direkt von Anfang an eben auch zu gesellschaftspolitischen Themen geäußert. Von daher ist mein Leben gepflastert mit Vorurteilen. Also, wolltest du immer schon Model werden, muss ich natürlich auch fragen, wie ist es da mit 14 anzufangen? Wie bist du dazu gekommen, oder war das eher nebenbei? Nee, das war nebenbei, also es war jetzt kein Wunsch von mir. Mein Papa hat mich schon immer gerne fotografiert, das hat mir Spaß gemacht, fotografiert zu werden, und ich war halt sehr früh schon recht groß und sehr, sehr schlank und habe dann eben, als ich so durch Hamburgs Innenstadt ging, schon häufiger mal Visitenkarten, damals gab es noch Visitenkarten, Visitenkarten von so Modelbookern bekommen. Und irgendwann hatte ich dann auch mal ein gutes Gefühl und habe mich bei dem gemeldet, und so kam das dann. Aber ich habe während der Schulzeit, haben meine Eltern auch sehr darauf geachtet, dass ich da mich doch auch auf die Schule konzentriere und Modeln nur am Wochenende, und genau.
Und wie war es dann mit dem politischen Engagement? Wie waren da die Reaktionen? Also viele, die mich von Twitter kennen und auch mögen, die fanden das gut. Die waren ein bisschen überrascht, glaube ich, über die Partei. Im ersten Moment hat die gesagt, so, eigentlich würden die Grünen besser passen. Mhm. Aber es gab natürlich auch sehr, sehr viele Stimmen, die dann geschrieben haben und auch heute noch schreiben, ach, bleib doch mal lieber bei deinen schönen Bildchen und du hast doch politisch irgendwie eh keine Ahnung. Aber da denke ich mir eben, also letztlich ist es doch total egal, ob man Influencer ist oder Model oder Busfahrer oder Supermarktverkäuferin oder Rechtsanwalt. Also jeder kann sich politisch äußern und etwas dazu beitragen. Und die, und du schreibst ja jetzt auch in der, als Kolumnistin in der FAZ, so immer wieder, wie, was ist denn so dein Lieblingsthema? Also zwischen Twittern, Instagram, da, als Model unterwegs zu sein, Haltung zu zeigen, politisch aktiv zu sein, Kolumnistin zu sein, was ist so dein, du sagst jetzt, wenn du dich auf eine Sache konzentrieren müsstest, ja, das wäre jetzt die böse Fee, die würde sagen, jetzt nur noch eins. Oh Mann. Was wäre so dein, was wäre das Thema, wo du sagst, das treibt dich am meisten? Also von den Themen her versuche ich ja tatsächlich alles so ein bisschen auch zu durchmischen. Ne? Also es ist schon so, bei der FAZ schreibe ich momentan, da habe ich geschrieben, ist ja jetzt vorbei, über Germany's Next Topmodel. Wenn man die Kolumne liest, wird man aber auch dort durchaus politische Bezüge finden. Und gerade das finde ich eben gut, weil ich da auch Leute erwische, die vielleicht sich eigentlich nur für Germany's Next Topmodel interessiert haben, aber die dann eben auf neue Themen aufstoßen kann. Und das finde ich eben so interessant. Deswegen würde ich da jetzt gar nicht sagen, dass ich da so komplett trenne. Eigentlich sind meine Kolumnen immer zum Teil Unterhaltung, gehen aber auch in die Tiefe und werden politisch. Was so die Abwechslung in meinen Job bringt, ist eigentlich, dass ich halt als Model arbeite, aber auch als Kolumnistin, aber auch als Influencerin und zum Teil jetzt auch als Schauspielerin. Ja, wenn ich mich da entscheiden müsste. das ist fies. Das ist fies. Heute, was du sagst, einfach nur für den heutigen Tag, das ist ja auch. Ja, da würde ich tatsächlich dann, glaube ich, entscheiden vor dem Hintergrund, dass ich ja ein großes Ziel habe, was ich erreichen möchte, nämlich meinen Gnadenhof. Wer mich so ein bisschen kennt, weiß, dass ich möchte irgendwann einen Hof eröffnen, wo ich ganz viele Tiere aufnehme. Und dafür brauche ich dann natürlich auch ein bisschen finanzielle Mittel. Genau. Und deswegen würde ich von den Jobs, die ich aufgezählt habe, wahrscheinlich dann doch bei Influencer bleiben. Okay. Ja. Jetzt muss ich dich natürlich auch fragen, weil uns sicher viele Eltern immer zuhören beim Podcast und Germany's Next Topmodel. Du hast ja viel dazu geschrieben. So die Kurzzusammenfassung. Was sagst du als Model, also die ja auch selbst als Model tätig ist, zu dieser Show und wie feministisch können solche Shows überhaupt sein? Ja, das ist, finde ich, eine komplexe Frage oder ein komplexes Thema. Also grundsätzlich muss man dann vielleicht sich auch erstmal fragen, wie feministisch ist die Modelbranche? Weil in der Modelbranche geht es nun mal darum, dass ein Produkt mit einem möglichst hübschen Gesicht oder Körper verkauft wird. Also da geht es nun mal um das Äußere und nicht um Inhalte. Also das muss man, finde ich, im Hinterkopf behalten. Wobei die Modelbranche auch, ich glaube, wenn ich so nachdenke, die einzige Branche ist, in der Frauen tatsächlich mehr verdienen als Männer. Also mir fällt keine andere Branche ein, in der das der Fall ist. Dann zu Germany's Next Topmodel, da habe ich tatsächlich jede Staffel verfolgt und seit 8 Jahren schreibe ich meine Kolumne darüber. Das heißt, seit 8 Jahren habe ich wirklich jede Folge geguckt und zwar von der ersten bis zur letzten Minute. Deswegen die Frage, du bist ja der Profi. Ja, das stimmt. Ja gut, da muss ich sagen, es gab natürlich Szenen wie zum Beispiel, dass ein Mädel die Hüfte vermessen bekommen hat und das waren dann 98 Zentimeter und dann wurde sie gerügt, weil es dann 100 Zentimeter waren. Da muss man natürlich zum einen sagen, das ist etwas, was nicht vor die Kamera gehört, was jetzt nicht ausgestrahlt werden muss. Andererseits ist das etwas, was in der
Modelbranche Realität ist. Also das ist mir auch direkt, als ich mit 14 angefangen habe zu modeln, weiß ich noch genau, ich war sehr, sehr dünn. Ich habe dann versucht, ein bisschen zuzunehmen, weil ich mich selber nicht mehr wohlgefühlt habe und habe das ganz stolz meinem Booker erzählt. Mhm. Und der war ziemlich entsetzt und meinte, oh, 2 Kilo zugenommen, also das nimmst du mal lieber schnell wieder ab. Okay. Also das ist halt, das ist total normal in der Modelbranche. Trotzdem muss man das vielleicht nicht unbedingt vor den Kameras zeigen. Andererseits ist da wieder dann das Dilemma, dass natürlich dem Format auch vorgeworfen wird, dass das, was man sieht, nicht der Realität in der Modelbranche entspricht. Genau, also da hat es die Show schon nicht leicht. Und diese Episode, von der ich gerade erzählt habe, mit den 98, 100 Zentimetern, das muss man auch sagen, das ist schon, ich glaube, 9 Jahre her. Und seitdem gab es sowas auch nicht mehr. Ja. Also meiner Meinung nach hat sich die Show schon Kritik auch sehr zu Herzen genommen und versucht, sich zu verbessern. Weil wenn man jetzt mal auf das letzte Finale schaut, da hat eine 55-Jährige stand im Finale. Ihre Tochter Luan, die jetzt auch nicht gerade Size Zero hat, hat gewonnen. Die dritte im Finale war 1,63. Also es ist schon wirklich sehr divers geworden. Aber natürlich, es gibt auch viele Vorwürfe jetzt, die hochgekommen sind. Das muss man natürlich prüfen. Also wenn da wirklich so krass manipuliert wird, wie es jetzt gesagt wird, und wenn es da wirklich auch um Körperverletzung geht, dann muss das natürlich geprüft werden und dann müssen da natürlich auch Konsequenzen gezogen werden. Wenn du jetzt selber eine Tochter hättest, ich habe ja, meine Tochter wird ja jetzt 10,5, fragt mich natürlich auch, ab wann, also zuerst hat sie mich gefragt, ob ich das kenne, also weil die Mädels sprechen da jetzt, wir schauen ja immer noch Boys Kids, was so für das wirklich sensationell ist, ja, also es war als Kids und dann Sing My Song und so, aber sie sagt, du, die Christian Mädels, die gucken ja jetzt immer Germany's Next Topmodel, ab wann darf ich das und was ist denn das für eine Show und so, würdest du deiner Tochter jetzt sagen, ist in Ordnung, bei der nächsten Staffel sind wir mit dabei oder wie würdest du das handhaben? Ich glaube, ich würde tatsächlich ihr sagen, solange du minderjährig bist, machst du das nicht. Und ich würde sie fragen, was ihr Ziel ist. Also wenn sie tatsächlich Interesse hat, ernsthaft als Model zu arbeiten, dann gibt es da, glaube ich, andere und bessere Wege. Okay. Also meine Tochter, glaube ich, finde ich, vielen Dank für deine Antwort. Gerne. Das ist wirklich nicht so leicht, weil ich merke, dass die Mädchen, also man versucht ja als Elternteil wirklich so dieses, also so ein normales Gefühl zum Körper der eigenen Tochter mitzugeben, weil ich weiß noch genau, als mich Mädchen auf was aufmerksam gemacht haben bei meinem, also an meinem Körper, ja, was sie, und seitdem, das sind so Kommentare, die das kennen, glaube ich, viele, die man nicht so wieder vergisst. Und dann denkt man sich, es kann nicht sein, dass man ab da so Komplexe in Bezug auf ein paar Dinge hatte. Und und Kinder machen das ja so unbedarf, ja. Und es ist ja jetzt schon in der Schule, also sie ist jetzt in der 4. Klasse, da geht's ja schon los. Das war dann irgendwie so ein, dass sie dann einen Kommentar hört, ob sie da, warum sie nicht noch dünner ist oder irgendwas. Und dann denke ich immer, wie, ist ja echt ein Spagat, was man heutzutage als Eltern gehen muss, zwischen ist nicht zu viele Süßigkeiten, weil es hat einfach also zu viel Zucker ist einfach ungesund und hat irgendwann mal auch die Menge an Essen, hat ja auch eine Reaktion im Körper, ja, bringt sie ja mit. Genau. Und dem bleib wirklich bei dir und lieb deinen Körper so, wie er ist. Ja, also das ist schon nicht leicht. Ja, das glaube ich. Also da habe ich auch echt Respekt vor, so als Mutter oder Eltern. Das ist, glaube ich, sehr, sehr schwer. Ja. Und da ist, aber ich finde es gut. Also insofern, wenn man alt genug ist, volljährig, kann man dann auch Germany's Next Topmodel genau anschauen. Aber also mitmachen dann tatsächlich. Mitmachen. Auch, ne? Ja, also wenn man sich aber bewusst ist, es ist eher unwahrscheinlich, dass man dann eine klassische Modelkarriere hinlegt, auch wenn man Germany's Next Topmodel gewinnt. Also das kann man machen, wenn man jetzt schnell eine hohe Reichweite bekommen möchte und viel Aufmerksamkeit, dann ist das ein guter Weg. Aber ich glaube, man muss auch charakterlich da schon recht gefestigt sein. Und deswegen ist es vielleicht auch ganz gut, dass jetzt diese Diskussion zustande kommt, auch über Manipulation etc., wobei man auch sagen muss, das ist in allen Reality-TV-Formaten letztlich Thema. Da ist Germany's Next Topmodel steht da nicht alleine da. Aber wenn meine Tochter 18 wäre und
die Kritikpunkte sozusagen kennen würde und sich dann trotzdem dafür entscheiden würde, dann würde ich auch nicht nein sagen. Okay. Unser Partner in dieser Folge ist Schweiz Tourismus. Mit der Initiative 100% Women hat sich Schweiz Tourismus zum Ziel gemacht, dass Frauen aus aller Welt in der Schweiz ihr ganzes Potenzial ausschöpfen können, insbesondere im Outdoor-Sport. Auf myswitzerland.com/women findest du Women-Only-Angebote, Tipps und Tricks für deine Schweizreise und inspirierende Geschichten. Erlebe auch du, warum Schweizer Berge Frauen stark machen. Du engagierst dich ja privat immer auch für die Dinge, an die du glaubst. War das immer schon so oder gab es da irgendwie einen bestimmten Wendepunkt in deinem Leben? Also es war jetzt nicht so, dass ich das Kind war, was meiner Mutter, als ich 6 war, gesagt habe, so, wir malen jetzt Plakate und gehen auf die Demo nebenan. Also das nicht, aber ich bin schon groß geworden mit Werten, beispielsweise Gerechtigkeit und Hilfsbereitschaft waren in meiner Familie immer sehr, sehr wichtig und da bin ich auch sehr dankbar drüber. Und das war damals schon auch so, wenn ich irgendwo gesehen habe, dass jemand Hilfe brauchte oder dass jemand ungerecht behandelt wurde, dass ich dem zur Seite stand. Und genau das Gleiche mache ich heute auch, nur eben mit größerem Publikum. Und wie kam es dann zu diesem Thema des Parteieintritts? Ja, das ist ja etwas, was ich glaube, dass sich viele auch vor der Bundestagswahl der letzten sehr damit auseinandergesetzt haben. Also ich so das Gefühl hatten, wir wollen einen Wechsel. Also es muss was stattfinden, muss sich was verändern. Und also mir ging es auch so, dass ich überlegt habe, okay, wie, also ich möchte politisch sein und ich finde es ja auch wichtig, dass jede von uns wirklich eine Haltung hat und dass wir aktiv sind und darüber reden. Und weil ich glaube, dass jeder Beitrag etwas verändern kann, aber trotzdem dieses Thema nochmal den Schritt weiterzugehen, in die Partei einzutreten, war für mich dann doch noch zu weit, ja. Du hast dich aber dafür entschieden, also der SPD beizutreten und das auch nicht im Geheimen zu tun, sondern auch wirklich damit auch rauszugehen. Was hat dich dazu bewogen, diesen Schritt zu gehen? Also letztlich bin ich sehr sozialdemokratisch aufgewachsen. Und deswegen war jetzt die Partei keine Frage für mich. Für mich kam einfach irgendwann der Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, okay, es ist leicht zu kritisieren und darüber zu schreiben, was alles irgendwie falsch läuft. Aber der nächste Schritt wäre doch eigentlich, etwas dafür zu tun, dass es anders läuft. Und deswegen habe ich mich eben dafür entschieden, in eine Partei einzutreten. Das war dann, SPD lag mir einfach am nächsten. Da hatte ich dann auch schon wirklich gute Kontakte und bin auch vor dem Hintergrund beigetreten, dass ich ganz klar kommuniziert habe, dass ich dafür sorgen möchte, dass die Lobby für Tierschutz größer wird. Mhm. Genau, das ist jetzt, weil halt andere Themen irgendwie jetzt erstmal Priorität hatten, natürlich noch nicht so richtig passiert, aber das gerät bei mir nicht in Vergessenheit. Okay. Und bist du dann aktiv auch irgendwie tätig oder wie ist, oder bist du Mitglied und oder bist du viel im Austausch mit der SPD oder wie kann man sich das vorstellen bei dir? Also ich bin hier in einer Tierrechtsgruppe sozusagen in Hamburg. Mein Plan war aber eigentlich, das tatsächlich dann mit den Entscheidungsträgern auch wirklich nochmal detaillierter zu besprechen. Aber es war halt, wie gesagt, in den letzten Monaten wäre das unangebracht gewesen, wenn ich gesagt hätte, so, Lars Klingbeil, lass uns doch jetzt mal abendessen und über Tierschutz sprechen, genau. Das bringt mich zu einer Frage, was ich heute Morgen auch, als ich aufgestanden bin, das Radio angemacht habe, unbedingt mit dir besprechen wollte, wie es dir so geht, weil wir befinden uns ja jetzt schon im 4. Monat des Krieges in der Ukraine und man wird ja morgens immer noch so informiert, aber mir geht selber so, dass ich, also ich finde den Krieg wirklich schrecklich denke, es ist wirklich immer zu gucken, was man tun kann selber, aber ich merke auch, wie man trotzdem sich so dann gewöhnt, also das ist, und dann erwische ich mich selber und denke, das kann nicht sein, ja, das, weil man merkt, die Medien berichten auch nicht mehr mit Prio 1 permanent nur über den Krieg und es wird so, kommt in so eine schlimme Normalität irgendwie so fast rein, also was schlimm ist, ja, also deswegen geht es dir auch so, also wie ist so dein Gefühl in der aktuellen Situation? Ja, ich merke natürlich, dass es weniger präsent ist, als es war, als es losging. Ich glaube, durch Twitter
habe ich gar nicht die Möglichkeit, die Augen jetzt davor zu verschließen oder so, weil ich da wirklich jeden Tag doch auch mit den News und Fakten konfrontiert werde und ja auch selber irgendwie meinen Teil dazu beitrage, dass das Thema nicht untergeht. Denn ich glaube, das ist etwas, was auf gar keinen Fall passieren darf, dass das einfach so in den Hintergrund gerät und wir das akzeptieren und einfach alle nicht mehr drüber sprechen. Also insofern so der Aufruf auch nochmal, dass man immer wieder darauf hinweist, dass nach wie vor dieser Krieg ist von diesem schrecklichen Aggressoren. Genau. Und darauf nicht das so in, wie soll man sagen, so eine Normalität laufen lässt. Was sind für dich denn so die drängendsten gesellschaftspolitischen Themen unserer Zeit? Also jetzt abseits des Krieges, ja, auf jeden Fall die Klimakrise. Dann auf jeden Fall auch Gleichberechtigung in allen Bereichen, soziale Gerechtigkeit. Aber ich denke auch Zusammenhalt ist ein total wichtiges Thema, sei es jetzt innerhalb der Familie, aber auch mit den Nachbarn, aber auch was die Staatengemeinschaft angeht. Und das sieht man jetzt ja auch gerade wieder in der Ukraine, dass man einfach dass man geschlossen beisammen steht. Ist so Solidarität unter Frauen ist so ein Lieblingsthema von mir, weil ich denke, da tut sich schon sehr, sehr viel. Ich habe dann jetzt so in letzter Zeit, so nach 2 Jahren Corona-Krise, das Gefühl, das ist doch wieder so geht's ein bisschen so auseinander, weil jeder so seine Themen versucht irgendwie, also sich selber und sein Leben wieder in den Griff zu kriegen und seine Herausforderungen zu meistern. Da habe ich das Gefühl, das könnte jetzt wieder ein bisschen mehr sein. Wie ist so dein Gefühl zum Thema Solidarität unter Frauen? Also Solidarität ist ein Thema, was ich mir nicht nur unter Frauen noch viel mehr wünschen würde. Vielleicht bringt es auch der Berufszweig so ein wenig mit sich. Aber ich nehme schon wahr, dass auch immer noch sehr viel Neid und Missgunst herrscht. Was ich sehr, 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 sehr schade finde, weil jeder ist ja irgendwie ein Individuum und nur weil man jemand anderen Chancen ermöglicht, der nimmt ja einem da nichts weg. Also Ich denke da auch immer, dass selbst wenn es nur das Karma ist, irgendwann kommt das Gute auch wieder zu einem zurück. So. Und Solidarität unter Frauen, ja. Also es gibt ja schon so ein paar Organisationen, die sich das auch auf die Fahne geschrieben haben. Emotion zum Beispiel, also ihr, Frauen 100, aber zum Beispiel auch. Und ich finde das super, dass wir uns einfach gegenseitig bestärken. Aber ich glaube, manchmal denke ich, dass da noch mehr geht, aber vielleicht liegt es trotzdem daran, dass wir an manchen Stellen noch zu wenig Chancen haben, weißt du, dass die Männer viel mehr Möglichkeiten haben und wir Frauen vielleicht manchmal das Gefühl haben, es sind vielleicht doch nur Plätze für 2, 3 und dann wird man schon in so ein Konkurrenzdenken irgendwie ein bisschen mehr reingedrückt. Also ich denke mir, vielleicht liegt es da dann ein bisschen, also weil ich wünsche mir auch, dass man viel mehr. Also ich glaube, wir müssen viel schneller vorankommen in Richtung Gleichberechtigung und das werden wir nur schaffen, wenn wir wirklich gemeinsam vorangehen, was du ja auch mit vielen Freundinnen und Gleichgesinnten ja auch immer wieder machst. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass uns das so bewusst wird, wie du vorhin gesagt hast. Wenn ich eine Frau nach vorne bringe, heißt das nicht, dass ich dann nach hinten falle, sondern es macht ja auch Spaß. Ja, ja, genau. Also dieses, ja, ich frage mich eben, ob das unter Männern wirklich so sehr anders ist. Okay, ja. Also ist das wirklich so ein Frauenthema? Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, das ist bei Männern immer so, also mehr diese, aber jetzt muss man aufpassen, dass wir nicht in so Klischees denken, aber ich danke für die Frage. Ich glaube manchmal, dass es so gelernter ist, ich tue was für dich und dann, was so, dann machst du auch mal was für mich. So, also das ist so dieses... Also, keine Ahnung, auch im Job, also dann rufe ich den an und rufe den an und weißt du, der kenne ich den noch und der kennt auch den, dann rufe ich den an und, und ich glaube, da wird weniger nachgedacht, sondern einfach gefragt, kannst du mir helfen, damit ich da Kontakt, den und den Kontakt machen und ja. Und bei uns Frauen habe ich das Gefühl, dass wir das einfach noch mehr lernen können, also positiv meine ich, also ich glaube, dass wir an manchen Stellen zu diesem sich gegenseitig nach vorne bringen, dieses Netzwerken, so dieses Buddytum, ja, der Männer auch im Job, ob das um Aufträge oder innerhalb einer Firma geht, glaube ich, einfach mehr lernen können noch. Ja, also das ist ja
einfach Also ich gut nehme ist. auf jeden Fall wahr, und das finde ich sehr, sehr positiv, jetzt auch, wenn es halt um mein großes Projekt geht, diesen Gnadenhof. Da habe ich in den letzten Monaten so viele Frauen auch kennengelernt, die mir ihre Hilfe angeboten haben und die gesagt haben, hey, wenn du mal Rat brauchst wegen nachhaltigem Bauen oder wegen Finanzierung oder was weiß ich, dann denk an mich, sag mir Bescheid, ich helfe dir gerne. Super. Und das find ich großartig. Also ich bin mittlerweile in so ein Netzwerk von Frauen gerutscht oder habe es mir vielleicht auch aufgebaut. Ein bisschen Zutun war ja auch dabei, Ja. Wo ich das Gefühl habe, dass ich umgeben bin von sehr, sehr vielen tollen Frauen, die auch sehr hilfsbereit sind. Ist dann natürlich auch die Frage, ob das nur ein Gefühl ist und ob sich das bewahrheitet, wenn es dann mal soweit ist und man die Hilfe wirklich braucht. Aber ich habe das Gefühl, dass ich von sehr vielen Frauen umgeben bin, die auch nicht geizen mit ihren Ressourcen und mit ihrem Wissen und die andere auch teilhaben lassen wollen. Und das finde ich sehr toll. Und das war auch vor 2, 3 Jahren noch anders. Also es war, ist jetzt auch eine neue Entwicklung. Wie gehst du das Thema Netzwerk, muss ich für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gleich nochmal nachfragen, wie gehst du das Thema Netzwerk an oder wie bist du das angegangen? Das kommt ja, werde ich auch oft so gefragt, wie fängst du jetzt an oder wie suchst du dir die Frauen aus oder wie agierst du im Netzwerk? Sich zeigen und an Veranstaltungen teilnehmen. Ich glaube, das ist das Wichtigste, weil, okay, über den digitalen Weg habe ich auch viele Frauen kennengelernt, aber das ist dann schon noch mal was anderes, als wenn man sie dann auch live trifft. Also ich glaube, der persönliche Kontakt ist da doch ganz, ganz wichtig. Und dann einfach sich austauschen und vielleicht auch ehrlich darüber sprechen, was hat man vor, was hat man für Ziele, was fehlt einem, um die zu erreichen, wie kann man selber helfen? Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, es ist auch ganz, ganz wichtig, also neben dem persönlichen Kontakt, dass man selber eben auch gibt. Also, dass man selber auch überlegt, okay, was kann ich tun, um jemandem zu helfen? Wie kann ich andere voranbringen? Selbst bei Anfragen ist es manchmal so, die bei mir eingehen, wo ich denke, okay, da wäre ich jetzt gar nicht die Idealbesetzung. Da habe ich aber die und die im Kopf. Die würde eigentlich noch besser passen. Das hört mein Management dann natürlich nicht so gerne. Ja. aber ich glaube, das zahlt sich halt irgendwann aus. Also wenn man einfach vielleicht nicht immer nur an seinen eigenen Profit denkt, sondern einfach durch die Welt geht und überlegt, okay, was habe ich selber auch zu bieten? Was kann ich geben? Wie kann ich andere unterstützen? Und ich hoffe, dann wird halt die Unterstützung auch, wenn man sie selber braucht, dann eben auch zurückkommen. Und diese sich durchaus auch mal trauen, andere auch zu fragen aus dem Netzwerk, oder? Also ich merke so, dass ich selber so ein großes Netzwerk aufgebaut habe, aber dieses und gerne auch so unterstütze und auch so an Karma denke und denke, es macht ja auch Spaß, so andere auch voranzubringen und mich dann aber auch das lernen muss, dass man selber auch mal die Hand hebt und sagt, hey, jetzt wer fällt mir eigentlich dazu jetzt ein, ich brauche jetzt selber mal Hilfe und dann auch aktiv wird, ja, also das habe ich so in Corona auch so gelernt, jetzt ist es doch auch in Ordnung, selber auch anzurufen, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist ja, dass jemand Nein sagt oder wie du gesagt hast, man weiß ja nie, diesen Proof of Concept müssen wir ja so machen, selber die, also ob das Netzwerk das dann wirklich auch hält. Ja, genau. Und man wünscht ja auch jedem, dass er das vielleicht gar nicht so testen muss, weil es einfach immer weiter positiv nach vorne geht und aber ich glaube, diese sich zu trauen, auch wirklich mal anzurufen und zu sagen, okay, jetzt habe ich das Netzwerk, dann und ich suche einen Job, dann rufe ich die doch mal an, oder wie und frage, ob mir die andere helfen kann oder. Ja, das habe ich bei mir auch, das nehme ich auch wahr, dass ich schon auch noch so bin, dass ich denke, okay, ich habe vielleicht so 2, 3 Projekte in der Zukunft, wo ich Hilfe brauchen werde. Und ich habe schon in Gedanken irgendwie, gut, dann habe ich da jetzt vielleicht so 2, 3 Freischüsse und ertappe mich dann auch schon bei dem Gedanken, okay, jetzt, dann verbrauche ich das jetzt auch nicht, sondern dann warte ich halt lieber, damit ich das, wenn ich es wirklich brauche, auch später einsetzen kann. Also das ist schon so, dass es mir auch schwerfällt, dann tatsächlich um Unterstützung zu bitten. Ja. Das ist ja, glaube ich, bei uns Frauen, wenn ich so darüber spreche, so Frauen so zu empowern, zu gründen oder sich mal was zu trauen, ja, dann es ist auch so ein Punkt, wo immer so gefragt wird und mit dem Netzwerk und helfen, also dieses wirklich so allen zu sagen, du musst nicht alles selber können, frag um Hilfe.
Ich glaube, auch da kommen wir Frauen schneller voran. Also wenn wir uns gegenseitig noch mal so mehr unterstützen, aber dann ertappt man sich selber, dass man das selber auch noch mal besser vorleben muss. Ja, und ja, so, ja. Ja, vielleicht, weil wir auch so, ich weiß nicht wie du, ich bin so erzogen worden von meiner Mutter, dass ich alles selber, also ich bin unabhängig, ja, und ich sollte unabhängig sein und unabhängig von einem Mann und unabhängig von anderen einfach selber, weißt du, schaffe alles, schau, dass du alles selber hinbekommst. Und das ist vielleicht auch so ein Glaubenssatz, den man von zu Hause dann mitbekommen hat. Also ja, dass es einem dann schon auch schwerfällt, um Hilfe zu bitten. Ja, das stimmt. Ist genauso vielleicht auch das Thema mit Mental Health, dass es schon für einige, glaube ich, eine große Überwindung ist, auch da Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn es einem irgendwie mental doch mal nicht so gut geht. Ja, auch ein wichtiges, großes, eigenes Thema nochmal. Ja, das stimmt. Ja. Ich wollte dich nochmal so zum im letzten Teil unseres Podcasts leider schon fragen, was sind so für dich die größten Erfolge, die du bisher verbuchen konntest? Also so die, was ist so ein großer Erfolg, was würdest du als großen Erfolg bezeichnen? Also mein größter Erfolg steht noch aus, der findet dann so in 5 Jahren oder so statt. Okay, der Gnadenhof. Genau. Und ansonsten ist es aber für mich schon ein wahnsinnig großer Erfolg, dass ich eben, das Thema, was wir vorhin hatten, dass ich eben mittlerweile doch auch mal meine Komfortzone verlasse und mich an neue Dinge herantraue. Das ist, glaube ich, ein sehr großer Erfolg. Kann ich schon stolz auf mich sein. Ja, unbedingt. Und du bist ein tolles Role Model, finde ich, in dem Punkt. Ja, deswegen vielen, vielen Dank dafür, für deine Offenheit, weil ich glaube, dass es vielen, vielen Zuhörern und Zuhörern genauso geht. Dieses eigentlich will ich und so, aber ich habe so viel Angst, aber ich traue mich trotzdem. Ja, und wir müssen ja nicht perfekt sein. Also, das sagt mein Coach sagt es auch immer, mach dir nicht so einen Stress, du musst nicht perfekt sein. Also perfekt sein ist langweilig, ja? Ja. Also in der Realität ist trotzdem das dann immer noch eine Hürde, finde ich, aber es hilft schon, ein bisschen so daran zu denken, ja. Ja, das hilft absolut. Und vor allem hat mir auch geholfen, das hat mir neulich eine Freundin erzählt, auch einfach zu wissen, okay, dieses Lampenfieber oder dieses Angstgefühl, was man vielleicht in solchen Situationen hat, das ist halt eine körperliche Reaktion und die aber auch einfach zu akzeptieren und zu akzeptieren, okay, jetzt würde ich am liebsten irgendwie flüchten wollen, aber ich bleibe jetzt hier, weil es ist jetzt nichts Schlimmes, das ist einfach die körperliche Reaktion und ich kann trotzdem jetzt hier bleiben und das trotzdem durchstehen und gut machen. Auch ein guter Tipp, vielen Dank. Vielen Dank dafür. Was sind so denn deine 3 größten Stärken? Was würdest du sagen, was sind deine 3 größten Stärken, die dich dahin gebracht haben, wo du heute bist? Gleich 3, oha. Ja. ich finde immer bei Stärken, da müsste man eigentlich fast eher so die Freunde oder die Familie fragen, so meine eigenen Stärken aufzählen. Ja gut, ich bin aber es ist wichtig, dass wir... Bitte, Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen, wollte ich nicht. Ich wollte nur einen blöden Witz machen. Ja, also, mach den Witz. Ich habe gesagt, ich bin sehr gut im Skat. Also, das hat mich jetzt nicht unbedingt hier hingebracht, aber ist erwähnenswert. Okay. Also ich glaube, eine meiner Stärken ist, dass ich sehr empathisch bin. Und ich glaube, das hilft tatsächlich in vielen Bereichen weiter. Genau, dann, dass ich... dass Neid vielleicht auch eher ein Gefühl ist, was ich selber glücklicherweise nicht so kenne. Also das kommt bei mir irgendwie ganz selten auf, wo ich auch sehr dankbar drüber bin. Und ansonsten habe ich ganz, ganz viele Punkte, die ich als Schwäche aufzählen könnte, wobei das auch wieder eine Stärke ist, glaube ich. Meinst du? Ja, ja. Weil, vielleicht sagt man auch nicht Schwäche, sondern Punkte, an denen ich arbeiten kann. Und ich glaube, das ist eine Stärke von mir, dass ich mich mittlerweile ganz gut kenne. Ja. Und das würde ich akzeptieren als Stärke, also dieses sich selbst gut. Ne? Ja. Ja. Genau. Nein, weil ich finde es so wichtig, dass wir Frauen... Ich finde, wir haben so viel Stärken und du hast sicher viel, viel mehr Stärken als 3, was so. Und ich finde es so wichtig, dass wir alle lernen, ganz selbstbewusst darüber zu reden. Ja, weil ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir Frauen immer wissen, was könnte ich noch besser machen. Das kenne ich von mir auch. Also das ist noch nicht so gut gelaufen und das könnte ich noch besser machen und da besser werden, anstatt zu sagen, hey, ich
kann das und das aber schon mal ganz gut. Ja, und das, ja. Ich glaube, das ist so Übung und deswegen danke ich dir, dass du das so teilst und das sich selber gut zu kennen, ist, finde ich, auch durchaus eine Stärke auch. Na? Ja, ich glaube auch. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig und aber auch vielleicht zu, ja, sich trotzdem zu lieben, auch wenn man eben vielleicht merkt, in manchen Punkten ist man noch nicht perfekt. Mhm. Vielen Dank dafür. Hattest du denn auf deinem Weg Role Models oder hast du Vorbilder, die dich immer so nach vorne bringen oder auf die du guckst und denkst, bei der inspiriert mich das und das oder wie ist so dein Weg verlaufen bisher? Also ich habe ganz, ganz viele Frauen in meinem Umfeld, die zu denen ich aufblicke letztlich, also die ich bewundere für bestimmte Eigenschaften. Mhm. Mia zum Beispiel, ja. Florentine Weiß, finde ich, ist eine ganz zauberhafte Frau und ist einfach so schön und so eloquent und trotzdem so auf dem Boden geblieben und so bescheiden. Das finde ich ganz toll. Ich finde, glaube ich, insgesamt Frauen oder auch Menschen inspirierend, die nicht nur ihren eigenen Profit im Hinterkopf haben, sondern die der Welt etwas geben wollen. Mhm. Also beispielsweise Brigitte Bardot. Ich, in meinem Wohnzimmer hängt ein Bild von ihr. ist ja wirklich eine weltbekannte Schauspielerin und Model gewesen und hat ihre Weltkarriere letztlich aufgegeben, um sich für den Tierschutz zu engagieren, was ich super finde. Also jetzt zuletzt hat sie sich leider in eine seltsame Richtung entwickelt. Ja. Aber diesen Aspekt, dass sie halt sich komplett mit ihrem ganzen Leben für den Tierschutz einsetzt, das finde ich super. Gibt es denn etwas, das du deinem 18-jährigen Ich gerne so nochmal mitgeben würdest, wenn du die Chance dazu hättest? ja, mit 18 hatte ich tatsächlich meinen Haarunfall. Ja, da würde ich also meinem 18-jährigen Ich sagen, hellblond gesträhnte Haare selber dunkelblond zu färben, ist nicht so eine gute Idee. Ja. Die wurden dann nämlich so grau-grün. Oh. Danach war ich dann erstmal dunkelbraun eine Zeit lang. Also ja, das hätte man vermeiden können. Ja, und ansonsten war ich zu der Zeit tatsächlich, hatte ich so meine Bereiche, wo ich schon sehr mutig war. Also zum Beispiel vor der Kamera, das habe ich halt gemacht, seitdem ich 14 war. Ich habe auch sehr früh gemerkt, dass ich einfach im Schreiben ein Talent habe und war da auch immer sehr selbstsicher, habe mich aber vor zum Beispiel auch Referaten immer gedrückt. Und da würde ich einfach meinem 18-jährigen Ich wahrscheinlich sagen, sei mutig und ja, trau dich. Und gibt es so meine Abschlussfrage für diesen Podcast? Ja, wir setzen ja fort. Gibt es denn ein Lebensmotto, was du heute unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerne noch mitgeben würdest? Der letzte Satz gehört dir. Wenn du, oder ein Satz, was du musst, gar nicht so groß, Lebensmotto sein, kann auch ein Satz sein, der dich gerade jetzt sehr, sehr bewegt oder begleitet. Ich finde es wichtig oder fast am wichtigsten, wenn man irgendwo Ungerechtigkeit sieht oder miterlebt, dass man dagegen etwas tut und sich einsetzt. Weil wenn man selber Ungerechtigkeit erlebt, würde man sich auch wünschen, dass andere einem zur Seite stehen. Hm. Und da fällt mir auch ein Zitat von Albert Einstein ein. Der hat nämlich mal gesagt, die Welt wird nicht bedroht von Menschen, die böse sind, sondern von denen, die das Böse zulassen. Was für ein weiser Satz. Vielen, vielen Dank dafür. Sehr gerne. Ja, ist wirklich ein Satz, finde ich, der uns alle so durch den Tag tragen sollte, eben sich da die Hand zu heben, wenn man Ungerechtigkeiten da sieht und was zu tun und nicht zu denken, dass ich mein Beitrag zu klein ist. Ja, ich glaube, dass viele Menschen davon abgehalten werden, weil sie denken, ach Gott, wenn ich jetzt hier was sage, das hilft nichts. Aber ich bin davon überzeugt, jeder Beitrag hilft. Ja, absolut. Also jeder hat ja auch eine Reichweite und ist jetzt auch abseits von Social Media natürlich. Also man selber ist Vorbild für alle in seiner Umgebung.
Vielen, vielen Dank, liebe Marie, für das schöne Gespräch. Sehr gerne. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder persönlich sehen und wünsche dir alles, alles Gute und ganz viel Erfolg, dass du deine Vision bald leben kannst mit deinem Gnadenhof. Vielen, vielen Dank. Ja. Danke dir. Bleibt connected mit dem Emotion Kosmos und folgt uns auf Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn und Pinterest. Oder meldet euch für unsere Newsletter an, zum Beispiel zu meinem persönlichen Auf einen Kaffee mit Kasia oder dem Working Women Newsletter meiner Kollegin Julia Möhn. Oder ganz neu, meldet euch für Hot Bowl an, den ersten aktuellen Newsletter für Frauen. Anmeldung unter emotion.de/newsletter. Alle Links auch immer in den Shownotes.